Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships zusammen mit eurem Rio. Das ist jetzt also quasi die Folge Nummer 3. Und ja, seit dem letzten Part habe ich schon ein paar mehr Spiele gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt rund 40 Spiele auf dem Buckel innerhalb der seit Donnerstag quasi ja, eingeschippert. Denn Donnerstag war ja abends noch der Livestream. Ich habe dann gestern noch ein bisschen länger gespielt, so ein paar Stündchen. Vorgestern habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Und habe mir jetzt ganz zum Schluss für die letzten paar Spiele, gestern hatte ich mir Premium dann geholt. Also ich habe die meiste Zeit gerade ohne Premium gespielt. Ging auch relativ fix aktuell. Aber ich nehme mal stark an, dass Wargaming da noch ein bisschen was am Balancing tun wird. So, bevor ich jetzt ins Spiel einsteige, gibt es noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte in der Garage, die ich noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist das unter anderem der Skilltree bzw. die Fähigkeiten Commander Skills. Commander Skills bzw. Crew Skills kennt ihr wahrscheinlich schon aus World of Tanks. In World of Warships ist das Ganze wesentlich vielseitiger, wesentlich umfangreicher. Es gibt wesentlich mehr Richtungen zu skillen. Es gibt wesentlich mehr Spezialisierungen, die sich auch relativ stark auf das Spielverhalten auswirken. Wir haben hier 6 verschiedene Kategorien. Das ist einmal Artillerie, das ist Secondary Armament, Ship Survivability, Concealment and Acquisition, also Tarnung im Endeffekt und so weiter, Aircraft und Special Skills. Special Skills, darunter fällt beispielsweise Situation Awareness. Das ist sowas wie Sixth Sense, kann man sich vorstellen, bei World of Tanks. Und ja, jeder dieser Stämme hat quasi eine unterschiedliche Ausrichtung, ist ja ganz klar, sonst würden sie sich nicht unterschiedlich nennen. Beispielsweise bei Secondary Armament habe ich hier aktuell, dass die Reload Time von meiner Sekundärbewaffnung um 10% verkürzt ist und die Anti-Air-Kanonen 10% effizienter, also ja, einfach 10% effizienter wirken. Also auch präziser sind, meine ich. Ja, Area Efficiency. Und ich wurde auch zuletzt gefragt, ob es das Spiel auch auf Deutsch gibt. Ja, man kann es ganz einfach im Client auf Deutsch stellen. Das ist bei mir einfach so drin gewesen, dass ich es auf Englisch hatte. World of Tanks habe ich auch auf Englisch eine Zeit lang oder die meiste Zeit. Kommen wir mal zum Spiel, was ich mir bereits freigespielt habe. Ich habe nebenbei auch so ein bisschen die Japaner gespielt, deswegen habe ich jetzt auch schon das zweite Schlachtschiff, was es da gibt. Das zweite Battleship, was es bei den Japanern gibt, die T4er Miyogi. Hat auch schon ein paar Crew Skills. Da bin ich schon bis auf Stufe 2. Ich bin hier hauptsächlich auf Ship Survivability gegangen. Tut mir leid, ist noch etwas früh. Gerade eben erst gefrühstückt. Und ja, einfach um die Überlebensfähigkeit des Schlachtschiffes noch weiter zu erhöhen, das ja eh schon relativ stark ist. Also das Schlachtschiff hat auch ein Skill, dass man Schaden, dass es sich selbst reparieren kann und so weiter und so fort. Aber das Schlachtschiff gibt es heute nicht. Ich werde heute nochmal einen Cruiser ranhängen. Und zwar die Phoenix. Die habe ich schon voll ausgebaut. Hat mittlerweile auch schon 6200 Erfahrungspunkte und bin hier quasi bald bei der Omaha. Also ein richtig gutes oder ein schönes Spiel, dann hätte ich die Omaha, könnt ihr die freischalten. Ihr könnt mir gerne aber auch in die Kommentare schreiben, welches Schiff ihr als nächstes sehen wollt. Wie gesagt, die Miyogi, die habe ich noch in der Garage. Ich denke mal, da werden viele die noch sehen wollen. Ich denke mal, ich werde heute auch 2 Folgen rausbringen zu World of Warships. Ansonsten bin ich auch bei den Zerstörern kurz vor dem T4-Zerstörer, und zwar die Clemson. Irgendwie habe ich gerade einen heiseren Hals. Entschuldigung. So, besser. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit der Phoenix in das Spiel und schauen, was uns das die Schlacht so bringt. Ja, die Phoenix ist ein Kreuzer, der erstmals bei den Amerikanern auch mit Torpedos ausgestattet ist. Nicht mit so vielen Torpedos wie ein Zerstörer, aber doch schon ganz gut bewaffnet eben. Also zusätzlich zu den normalen Kanonen, zu der normalen Artillerie und der Sekundärbewaffnung haben wir hier auch Torpedos, die bis, ich glaube, 4,5 Kilometer einschlagen können. Also auf Mitdistanz, sag ich mal, durchaus relativ effektiv oder relativ stark. Vor allem eben gegen Battleships. So. Das Spiel sieht mir ziemlich heftig aus. Also wir haben, glaube ich, einen Vierer mehr, ne? Wir haben 4 Fünfer. Nee, die Gegner haben einfach einen Fünfer mehr. Die Gegner haben einfach einen Fünfer mehr, dafür haben wir ein Battleship mehr. Also, ja, gut. Müssen wir mal schauen, was wir hier machen können. Gegen Battleship sind wir mit unserer Phoenix eigentlich relativ stark. Die meisten Cruiser müssten wir eigentlich auch ganz gut mit klarkommen. Ich bin gerade überlegen, ob ich
eventuell in diese Region fahre. Ich finde die Karte übrigens total nice, weil man hier gut erklären kann, wie man am besten, ja, sich fortbewegt oder was man für einen Plan hat. Lass mich mal überlegen. Oder ich bleibe hier in der Region. Ja, ist nicht so einfach. Ich nehme einfach mal erstmal Viertelkraft und schau mal, wie sich das Spiel entwickelt. Da hinten haben wir sogar schon, das ist die Kongo. Oh, die beiden Kongos fahren hier rüber. Also ich werde definitiv dann nicht zu den Kongos erstmal fahren. Ist mir einfach too much. Ich hoffe, der rammt mich jetzt nicht. Nee. Sieht ganz gut aus. Mal sehen, vielleicht kriege ich die noch rein. Ich könnte mal einfach ein bisschen in die Richtung darüber schießen. Wird knapp, aber eventuell treffe ich was. Oh, immerhin. Einmal. No, no, no. Ich wollte nicht auf die Kongo zufahren. Tut mir leid, liebe Kongo. Ey, sogar nochmal getroffen. Die Kongo steuert voll auf mich zu, ne? Warum tut sie das denn? Es ist immer wieder das Gleiche. Das sind, wenn die Leute entweder die ganze Zeit im Sniper-Mode sind. Das ist mir so oft aufgefallen. Man versucht, den auszuweichen, aber die steuern dann voll auf einen zu. Entweder weil sie im Auto-Mode sind oder im Sniper-Mode. Und dann schießen sie noch. Das ist immer das Geilste. Und dann schießen sie immer noch. Oh, warte mal. Der war nicht so gut, aber anders hätte ich nicht mehr, wäre ich die Kugel nicht losgeworden. Oh, da sind Bomber. Also im Prinzip können wir uns gegen Flugzeuge erwehren, weil ich habe Anti-Air-Kanonen drauf. Das ist sogar mal ganz praktisch. Ich versuche einfach mal hier unser Battleship da vor den Torpedobombern zu schützen. Das sind nämlich ganz schön viele Torpedostaffeln gerade. Was prinzipiell ein bisschen uncool ist. Ich glaube, das war nicht ganz so gut geschossen. Oder? Also war ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt wendet er aber. Jetzt wendet er weg. Ah, das müsste eigentlich treffen. Eigentlich. Ist der St. Louis? Ja, einer immerhin. Dann haue ich dem nochmal so ein paar rein. Ich versuche ihn erstmal anzuzünden. Okay, das war nix. Das war nix. Probieren wir das Ganze nochmal, indem ich so... fuck, das waren Torpedos. Oh, nein, 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 nicht da aufs Schiff. Nicht da, nicht da auf die Insel. Nicht dort auf die Insel. Ein bisschen weiter links rüber. So. Ah, es freut mich gerade übrigens, dass es sehr flüssig läuft. Ich habe irgendwie mal das Problem, gerade zu den Abendstunden, dass ich so ein paar Mikrolags habe. Ähnlich wie bei World of Tanks. Ich glaube aber, dass es ein bisschen zusammenhängt auch mit meiner Internetleitung. Also wir sind gerade echt am Prüfen, ob wir einen anderen Internetanbieter wählen, weil das echt kein Zustand ist. Ist nicht sonderlich einfach. Fahren hier gerade Flugzeuge oder... Nee. Was haben wir denn da hinten? Steht der? Wenn der Zerstörer steht, dann kriegt er jetzt eine volle Breitseite. Nee, leider nicht. Schießt einfach mal nochmal ein bisschen Flakfeuer rein in den Nebel. Man weiß ja nie, was da kommt. Ach, warum fährt denn die Kawashi da so rein? Das verstehe ich nicht. Versuche einfach mal hier links um den Berg rumzufahren. Da kommen nämlich schon Torpedos. Keine Ahnung, ob die da irgendwo steht. Ne, sieht mir nicht danach aus. Oh, die haben wir getroffen. Dann würde ich gleich sogar mal auf AP wechseln. Ich werde aber trotzdem hier links rum ziehen. Ja, die ist, könnte hin sein.
Ah, treffe ich die? Nicht so gut auf jeden Fall. Ist ein bisschen blöd. Ah, komm, dreh bei. Dreh doch, dreh doch, dreh doch, dreh doch. Ich versuche die mit Torpedos zu treffen. Ja, wird aber nichts. Die ist wahrscheinlich zu schnell. Wir versuchen trotzdem mal auf die Flugzeugträger zu gehen. Prinzipiell aber nicht so einfach. So. Weil die natürlich noch die Flugzeuge hier haben. Müssen immer mal gucken auf die Torpedobomber. Na gut. We've sunk an allied battleship. Was? Ally? Nein, er ist in meinen Torpedos reingefahren. Scheiße, der hat meinen Torpedos, glaube ich, erwischt. Der steht da erstmal. Kann ich auch voll auf ihn zufahren. Kann er gleich ein paar Torpedos abkriegen. Der brennt halt nicht. Er soll halt mal anfangen zu brennen. Fang doch mal an zu brennen jetzt. Bei vier, unter 4 Kilometer haue ich meine Torpedos auch auf ihn rauf. Ah, jetzt brennt er. Löscht er das Feuer? Fuck it. Aktuell ist das irgendwie nicht der Fall. Ah, der ist hin. Mist. Oh Gott, die Torpedos treffen mich voll. Ach, da waren noch so viele hinten, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass da gerade so viele hocken. Na egal. Gut. Spiel können wir uns noch ein bisschen angucken. Ich habe zumindest mit den Torpedos gerade den Aircraft Carrier weggeholt. Könnte aber trotzdem sein, dass wir das gewinnen. So schlecht war das gar nicht. Und ich glaube, ich habe auch einiges an Schaden raushauen können. Aber dass ich einen Verbündeten versunken habe, ist natürlich echt mies. Die sollen einfach mal im Cap drin bleiben. Aber irgendwie die Kongo da hinten fährt raus. Ist natürlich weniger cool. Wir haben aber noch unsere beiden Aircraft Carrier und drei Battleships. Und deren Cruiser da hinten ist nicht mal allzu fit. Der ist 6,5 Kilometer weg. Also eigentlich kann... Das ist sogar ein Kongo. Also eigentlich kann die Kongo den da rausholen. Die schießt halt nur voll woanders hin. Warum auch immer. Das sind so totale... Der fährt auch voll gegen die Insel, ne? Ne, jetzt doch nicht. Schieß doch auf die St. Louis, Alter. Die Kongo hat auch einen Anti-Air. Ja, tatsächlich. Ja, ist okay. Krieg halt einfach weiter Schaden. Du musst deine Geschütze nicht drehen. Ja, jetzt schießt die Sekundärbewaffnung. Das sind die Bomber. Ich glaube, viel hat er nicht gemacht. Viel Schaden hat er nicht gemacht. Alter, die Kongo hat auch gute Anti-Air. Das ist ein Battleship, meine Damen und Herren. Ja,
Aber irgendein Flugzeug runternehmen tut er auch nicht. Aber, die Torpedos machen aber nicht so viel Schaden. Es sind nur noch drei. War eine relativ kleine Staffel. Ich glaube 2000 Schaden oder sowas macht die dann. Also das Schiff da hinten wird's nicht mehr geben gleich. Da kommt eine Salve von dem und dann war's das. Aber er zielt irgendwie mit den Kanonen nicht nach vorne. Das ist total merkwürdig. Warum auch immer, wo er mit den Kanonen hinzielt. Oder ist es ein Bug? Nee, er hat doch dahin gezielt. Das ist ein Bug. Vergesst es. Dass die Kanonen da hingerichtet sind, ist ein Bug. Also er zielt doch dahin. Er hat gerade eben mit seinen Hauptgeschützen auf den Flugzeugträger geschossen. Ja, der ist gleich hin. Die Torpedostaffel, die hat auch noch nicht mehr genügend Flugzeuge. Wenn die jetzt gut treffen... Nee, nicht gut genug. Aber die Sekundärbewaffnung. Oh, ja, ein Torpedo trifft. Also noch ein Zerstörer und ein Schlachtschiff. Und das Schlachtschiff ist noch eine Kongo von denen. Aber wir haben noch beide Aircraft Carrier. Dummerweise ist der Zerstörer. Der Zerstörer wird sich die holen. Mit relativer Sicherheit. Wobei der irgendwie nicht in der Lage ist, Torpedos ordentlich zu setzen. Also vergesst es. Aber das wird Torpedos. Wie kann man die denn so verhauen? Wie geht das denn bitte? Der kriegt halt von der Kongo da hinten gerade. Der voll weg. Also irgendwie hat er vielleicht eine gute Idee gehabt, dass er auf die Aircraft Carrier geht, aber die Umsetzung war ja eher mäßig. Die Langley, nee, die Independence wollte ich gerade sagen, ist die etwas größere. Die hat, glaube ich, schon Anti-Air. Jo, die hat eine ganze Menge Anti-Air. Das sehen wir hier schon. Oh! Er hat mit Torpedos getroffen. Und die Langley, die Independence ist die etwas größere. Die Langley hat schon, hat auch ein paar kleine Geschütze an Bord. Ich glaube aber, das zählt bei der als Sekundärbewaffnung. Also nicht direkt steuerbar. Oh, das tat jetzt aber weh. Jetzt hat er die Independence genommen. War immerhin das der größere Träger, ne? Von den beiden. Und die Kongo trifft nicht so richtig. Ist aber auch schwer, auf die Entfernung einen Zerstörer zu treffen. Muss man an der Stelle auch sagen. Oh, die Torpedos kommen gut. Oh, die kamen sehr gut. Holy fuck. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Die kamen echt gut, die Torpedos. Mit Torpedofliegern einen Zerstörer zu holen, ist nicht gerade einfach. Aber der hat es gut abgepasst. Der konnte ja nicht wirklich in die Richtung von der zerstörten Independence. Da wäre er hängen geblieben. Also konnte er entweder nur nach oben oder er musste halt wegfahren. Das war gar nicht schlecht. So, anstatt jetzt irgendwie in den Cap reinzufahren. Ich bin immer noch am Überlegen, ob das Sinn macht, sich das Spiel weiter zu Ende anzugucken. Also, dass es ein Sieg wird, ist klar, aber ich kann euch leider nur die Statistiken zeigen, wenn wir tatsächlich das Spiel zu Ende gucken. Wenn ich früher rausgehe, dann gibt es die Statistik noch nicht. Leider. Ist noch ein kleiner Nachteil. Ich nehme mal stark an, dass das noch eingebaut wird. Wird noch kommen, schätze ich mal. So. Ist aber auch ein schönes Schiff. Das hier ist die... Ist das die Kongo? Nee. Doch, ist die Kongo. Die sieht ähnlich aus wie die Miyogi. Hat auch diese kleinen Kanonen da an den Seiten, die aussehen wie... Weiß ich nicht, irgendwie Fischnasen. Erinnert mich an Fischnasen. Da ist eine Anti-Air. Das ist die Startrampe übrigens. Auch ganz cool für den Scout. Das habt ihr gerade gesehen. Da hat er gerade den Scout abgeschossen. Der fliegt dort oben.
Und hat auch die Kongo entdeckt. Oh, keiner getroffen. Doch einer, glaube ich. Müsste aber mit HE geschossen haben. Das Spiel ist so wunderschön, ne? Man kann es nicht anders sagen. Ich finde es richtig hübsch gemacht, aber das waren ordentliche Treffer. Also das hat wehgetan. Aber da kommen uns schon zwei Torpedostaffeln. Also gerade die Torpedostaffeln sind unfassbar stark gegen Battleships. Also weil die einfach nicht so wendig sind, ne? Da treffen auf jeden Fall fast immer alle Torpedos. Da kommt auch schon ein ganzer Schwall. Das macht jetzt pum, pum, pum. Nur einer? Das war ein bisschen mäßig. Aber die andere Staffel lebt auch noch. Und das müssten die Torpedos gewesen sein. Meine ich, ja, da fliegen sie. Aber ganz schön breiter Fächer, hey. Zwei treffen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht sogar drei an der Spitze. Ne, die sind vorbei. War aber nicht so gut geschossen, muss ich sagen. Oh, das hat gesessen. Aber der fährt auch direkt auf die, oh, fuck. Die andere Kongo hat, glaube ich, ein bisschen mehr drauf. Also es kann noch knapp werden. Die Langley hat glücklicherweise auch einiges an HP. Die hat irgendwie 34.000, 35.000. Aber wenn so eine Kongo richtig trifft, ne, dann drückt er die auch ordentlich was weg. Oh Gott, ist der schlimm. Also der ist wirklich nicht gut hier. Der ist wirklich nicht gut. Der verhaut ja einiges. Anders kann man das nicht nennen. Und irgendwie scheint er auch nicht richtig zu treffen bei 4,5 Kilometer. Die andere Kongo, die verarscht ihn halt. Die zieht ihm die ganze Zeit um den Felsen rum. Das er schreibt sogar, fuck me, I'm bad. Ja, da bist du nicht... Da, das ist nicht ganz falsch. Werter Freund. Oh, das kann durchaus noch ein Lose werden, hey. Aber er schießt jetzt auf den Flugzeugträger. Hat nicht getroffen. Oh, da kommen jetzt noch mal ein paar Geschütz. Oh, fuck. Hm, das hat weh. Komm, treff doch mal richtig. Au, das ist doch... Oh, doch. Das ist mal ein ordentlicher Treffer. Die beiden Torpedostaffeln kommen noch. Da muss ich jetzt mal richtig sitzen. Eigentlich auf offener See ist es unfassbar einfach, eine Kongo mit den Torpedostaffeln zu treffen. Wenn er davor nicht stirbt. Es kann natürlich sein, dass er jetzt mega Pech hat und die Kongo ihn richtig hart trifft. Sieht aber gerade gut aus. Also die Torpedostaffeln gehen da noch rauf. Komm, ordentlicher Treffer. Jawohl. Jawohl, so will ich das doch haben. Wunderbar. Jetzt kommen da die Torpedos. Die haben abgeworfen. Die Kongo dreht schon bei. Also die Kongo kann was. Kann man nicht anders sagen. Der Typ weiß, was er tut. Er fährt jetzt halt vor den Torpedos weg. In der Hoffnung, dass sie ihn wahrscheinlich nur ein oder zwei treffen. Jetzt kommen aber die nächsten Torpedos. Oh, das ist ein... Also, wenn er das ausweichen kann, dann fresse ich ein Besen. Nee, das war's. Hui, was eine Runde. Was eine Runde. Mal gucken, wo ich bin. Auf dem dritten immerhin. Ich habe... Ja, gut. Naja, 32.000 Schaden gemacht. Aber 3.500 Erfahrungspunkte. Das bedeutet, ich kann mir das nächste Schiff freischalten. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Dazu geht man dann in den Tech-Tree, beziehungsweise in die Module auf die Omaha. Kostet 8.000 zum Freischalten. Wir können uns nochmal das genau angucken. Ich habe 9.705 auf der Phoenix, also Research. Jawohl. Jawohl. Und damit habe ich dann die Omaha. Die könnte ich mir auch gleich kaufen. Ich kaufe einfach mal einen Slot dazu. Für 300. Ich muss ein bisschen mit meinen Piastas aufpassen, weil... Davon gibt es nicht so viele. Das ist sie, die Omaha. Den Kollegen kann ich auch gleich ein bisschen skillen. Und zwar gehe ich hier auf
Basic Fire Training. Und ich gehe mal auf Aiming Expertise. Finde ich nämlich ziemlich cool, so ein bisschen genauer schießen zu können. Ja. Ansonsten, was es noch gibt, habe ich auch noch nicht gezeigt. Es gibt die Upgrades, die man reinpacken kann. Sind im Endeffekt wie die Module bei World of Tanks. Da kann man in den verschiedenen Slots verschiedene Upgrades reinpacken. Beispielsweise, ich nehme mal Torpedo Tubes Modification. Das bedeutet, dass die Repair Time heruntergesetzt wird von den Torpedorohren und die Aiming Speed von den Torpedorohren eben schneller bzw. ja, erhöht wird um 20%. Und das gibt es eben für die verschiedenen Feuerleitsysteme bzw. verschiedenen Bewaffnungstypen. Es gibt Modifikationen für die Steering Gears, also für die Steuerung, für den Antrieb, für die Damage Control System, für die Anti-Air und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Menge, wo man sein Schiff dann auch ausstatten kann, wo man auch mächtig Credits lassen kann. Also hier 250.000 kennt man ja auch schon aus World of Tanks, dass die Dinger wirklich ziemlich teuer sein können. Und so kann man dann sein Schiff noch ein bisschen anpassen. Das war's dann auf jeden Fall erstmal von dieser Folge mit der Phoenix. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt einfach mal rein, was ihr als nächstes auch sehen wollt. Ich nehme mal stark an, dass viele sich die Miyogi auch wünschen als Schlachtschiff. Und Zerstörer habe ich, wie gesagt, auch noch im Programm. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.